Hier fing alles an, in Köpenick. Und der Architekt des BWV war damals Willi Wagenknecht. Warum stehst du denn hier so rum? Ich war der Architekt von diesem Haus da hinten, vor über 100 Jahren. Und jetzt bist du neugierig, oder was? Schon, ja. Über 2000 Wohnungen haben wir damals gebaut. Und die sind alle noch da. Schon beim ersten Haus setzten die Architekten 1913 das um, was den Genossenschaftlern wichtig war. Ein gemeinschaftliches und bezahlbares Wohnen. Die ersten Mitglieder 1908 waren Lehrer, Postbeamte, Schaffner, Wächter, Briefträger. Über Krisenzeiten und Trennungsjahre hinweg, der BWV wuchs und wuchs. Gebaut wurde vor allem in Köpenick und Schmargendorf und später ab 1960 auch in Marienfelde. Kaum eine andere Genossenschaft hat so unterschiedliche Wohnungen an so vielen Standorten zu bieten. Insgesamt sind es heute über 5400 Wohnungen. Hier im alten Köpenick sind Fassaden und Fenster, Türme und Erker, Ornamente und Verzierungen saniert. Das Areal steht unter Denkmalschutz. Das Gebiet wurde seit den 1990er Jahren general überholt, Schritt für Schritt und mit hohem finanziellen Aufwand. Neue, isolierverglaste Fenster und frische Farbe gibt es zum Beispiel in der Annenallee. Und die denkmalschutzgerechten Arbeiten in den erhaltenswerten Köpenicker Altbauten gehen weiter. Kinder sind willkommen. Darauf vertrauen viele Familien beim WWV. Spielplätze wurden in den letzten Jahren modern gestaltet oder neu gebaut. Der neue grüne Wohnpark am Wuhleufer. Hier leben Familien, Ruheständler und Singles. Es entstanden eine Gemeinschaftseinrichtung und die Köpenicker Zweigstelle.